hell? Must have been one of those old nuclear fallout shelters. So, da sind wir wieder. Bei vierte Episode, der lange Weg. Und ich stolper hier auch schon endlos lang rum in der Scheißkondition und finde einfach keinen Weg raus. Aber das sieht jetzt hier besser aus. Also hier gibt es immerhin was, was irgendwie wohnlich, wo keine, ich weiß nicht, ob es hier Ratten gibt, keine Ahnung. Aber hier sieht es ein bisschen nach Wohnung aus wieder. Also ich bin hier durch dieses Loch gebrochen in der letzten Folge oder vielmehr. Da war ein Schild vor dem Loch und da oben ist eine Leiter, die ist leider abgebrochen, die liegt auch da vorne, aber der Lee ist ein bisschen schwächlich geworden, ist auch kein Wunder, da hat ja nichts gegessen seit Anfang Episode, weiß ich was, der hat ja nie was gegessen. Also er konnte auch kaum hoch und die Leiter konnte auch nicht aufheben. Die Tür da, also von hier aus links gibt es noch eine Tür, die ist abgeschlossen. Die hat er auch gleich kaputt gemacht, unser Lee. Ja, ich weiß, machst ja gerne Dinge kaputt. Da sind wir ja irgendwie... ist wieder brüderlich vereint im Kaputtmachen. Und der Omid hat ja auch gesagt, er macht gerne Dinge kaputt. Da habe ich, glaube ich, aber schon erwähnt. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zur letzten Episode. Ein bisschen rumlaufen, während ich euch das erzähle. Da gibt es ein bisschen Bewegung. Ach, übrigens, da ist mir noch was eingefallen. Als ich da beendet habe, ist ja Fallout Shelter. Ist ja ein Bunker, halt ein Atombunker, also so... Fallout kennt ihr, oder? Also radioaktiver Niederschlag. Und da kam ja, es gibt doch den Sinn, da gibt es doch einen Song von den Rolling Stones, Gimme Shelter. Und das werde ich euch hier unterlegen, so während ich erzähle, was in der letzten Folge war. Auf jeden Fall. Ja, was war denn? Ich bin da oben an der Treppe gestanden, letzte Folge, bin runtergegangen, hab dann gemerkt, riesen Kanalisation hier. Hab dann fast noch ein bisschen Schiss gekriegt, dass ich hier plötzlich noch was aufhören könnte. Wie gesagt, ich traue denen alles zu. Ich werde es auch immer wieder sagen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es nicht mehr sagen soll. Doch, ich sag's immer wieder, weil es fährt mir immer wieder in die Knochen, was die so mit diesem armen Lee immer anstellen. Wie gesagt, zu fressen hat er nichts gekriegt. Ich glaube, er kann es auch gar nicht nehmen. Weiß nicht, kann ja gucken. Hier könnte man vielleicht einen Schläger. Ah, ich wollte eigentlich noch erzählen. Warte mal. Genau. Hier ist noch keiner. Ich wollte noch kurz erzählen. Was denn eigentlich lief in der letzten Folge, kannst du dich nochmal herstellen, komm Lee. Für die es nicht interessiert oder die es gerade gesehen haben, die können auch vorspulen, dafür gibt es hier unter den Knöpfchen. Auf jeden Fall. Wir sind da durch die ich habe durch die Kanalisation geführt. Eine Free Tours to the Kanalisation oder so gab es jetzt hier nicht zu der Molkerei. Nein, hier gab es eine eine Gratistour durch die Kanalisation. Und ja, wie es so ist in Kanalisation, da gibt es auch Ratten, die wollte er aber nicht anfassen. Nicht, dass er da noch plötzlich anfängt, so vampirmäßig. Weil ich glaube, der Lee, wenn er denn ein Vampir würde, dann wird er, glaube ich, keine Menschen essen. Also nicht, wenn ich ihn spiele, auf jeden Fall. Oder wenn ich ihn führe, vielmehr. Ich bin ja ein richtiger Führer für den Lee, oder? Also, ich bin ja immer mehr, wenn ich hier zum Führer, zum Delphi. Und ja, das kommt mir auch gerade Sinn. Der Lee hat schon lange mich hier zurückgeschossen. Seit 5:45 hat er nicht mehr zurückgeschossen. Und auch nicht Bomben hat er ja auch keine. Aber da kommt man gerade Sinn. Ja, aber wir könnten ja vielleicht irgendwie eine Atombombe basteln hier. Wer weiß, vielleicht finden wir hier unten was. Können wir uns eine Bombe basteln? Dann können wir auch, hier Bombe mit Bombe wird dann vergolten. Und wenn ihr wenn ihr 1000 Kilo werft, dann werfen wir 10.000 Kilo Bomben. Also, sofern ich denn welche finde hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht kann ich ja was basteln. Oder, vielleicht auch der Christa. Das ist ja so eine richtige Sixbombe. Vielleicht kann ich die werfen, keine Ahnung. Oder, aus dem Ben könnte man vielleicht eine schmutzige Bombe machen. Weil der sieht ja aus wie aus dem Klo gezogen. Und, keine Ahnung, auf jeden Fall, vielleicht könnte auch Omid helfen. Wer weiß, das sieht ja so ein bisschen östlich-arabisch aus. Der weiß vielleicht, wie man sowas macht. Oder? Also wenn er denn nicht schon tot ist inzwischen. Das denke ich auch schon. Ah, der wird doch nicht sterben. Jetzt wieder. Hab ich euch erzählt. Der hat mir schon vermutet, der kommt jetzt in das Hundegrab da. Verdammt doch mal, echt. Die sterben hier. Kaum sind sie da. Also unsere Gruppe ist irgendwie, die hat so eine tödliche Aura irgendwie. Ich weiß auch nicht. Kaum ist man in der Gruppe, ist man auch schon wieder weg.
Und zwar meistens ist man dann irgendwie 2 Meter unter Boden. Also man kann sie kaum verlassen. Sogar die Lilly Leckstein, die uns da mit dem Wohnmobil verlassen hat. Ich denke nämlich, die ist mittlerweile draufgegangen, weil der Kenny hat doch erzählt, der Kühlschlauch, der wäre ja kaputt. Oder der wäre bald wieder kaputt. Also 50 Kilometer gibt er den Wagen höchstens, dem Wohnmobil. Und ich denke mal, die wird irgendwo in der Scheißdreck, in der Einöde wird die stehen geblieben sein. Die wird jetzt bestimmt zu Fuß und die hat ja auch ihren Besen vergessen in unserem Haus. Die Hexe Lilly. Die Hexe Lilly Leckstein hat ihren Besen ja im Schrank vergessen bei uns. Erinnert ihr euch? Und da kann sie dann auch nicht davonfliegen, den Walker. Nein, die muss laufen. Und ich weiß nicht, vielleicht findet die auch noch ihren Zauberstab oder so. Wobei, das ist, glaube ich, mehr so ein Magier-Ding. Also, ich weiß gar nicht, ob Hexen haben die Zauberstab. Ja, manchmal, kommt vor. Und Lillys Zauberstab ist ja eher so, wie soll ich sagen, mit dem kann man blaue Bohnen verschießen, mit dem Zauberstab, den sie da hat. Wobei, die hat sie fallen lassen, als sie Kali erschossen hat sie die Waffe fallen lassen. Die lag da, glaube ich, auch noch am Boden, die hat, glaube ich, auch keiner aufgehoben. Also vielleicht kann sie sich die holen, keine Ahnung, die jemand mitgenommen hat. Ist ja wie mit der Axt, die ist auch plötzlich verschwunden. Weiß Gott, ah, nein, stimmt ja auch. Ah, das fällt mir jetzt wieder ein. Erinnert ihr euch, glaube ich, zweite Episode, Larry, Mark am Zaun, der den Zaun repariert, weil die Walker ihn immer wieder kaputt machen. Und dann hatte ich die Auswahl, gibt die Axt Larry Leckstein oder gibt sie dem Mark? Und es war ja klar, die gab ich die lieber dem Mark, nicht dass mir der Lido, der Larry, seht ihr, das ist so ein Beispiel, jetzt hätte ich das feiner falsch gesagt und das passiert halt manchmal, wenn ich dann gedanklich irgendwo anders bin. Oh, habe ich ja euch schon erzählt. Brauche ich nicht immer alles sagen. Und auf jeden Fall, ich dachte ja schon, der zimmert mir dann eins immer, wenn ich dem die Axt gebe. Der war ja immer ganz, ganz schlecht zu sprechen auf den Lee. Und ja, auf jeden Fall, ich habe ihn mir schon gewundert, wo ist die verdammte Axt abgeblieben. Genauso wie mit den Münzen. Die waren irgendwie plötzlich. Hast du ein Loch in der Hosentasche, denke ich jetzt gerade? Ach, das ist es. Okay, ja, habt ihr gesehen, wie er geguckt hat? Er hat also ein Loch in der Hosentasche, deswegen sind die Münzen weg. Kein Wunder, dass ich neue suchen musste. Weil ich dachte, ich hatte doch Münzen vom Larry da. Ja, vom 25 Kilo Leckstein Larry habe ich doch Münzen da aus der Tasche geholt. Und ich dachte eigentlich, ich könnte die da einwerfen. Da war aber nichts. Da musste ich dann eine neue suchen. Habt ihr ja mitgekriegt. Und es ist jetzt schon wieder im Moment her, aber wie gesagt, ist mir halt. Ich erinnere mich dann ja auch, was dann früher schon war und sowas. Und manchmal eigentlich immer ein bisschen ins Detail rein. Ich will euch ja auch nicht langweilen jetzt. Weiter hier erkunden. Auf jeden Fall, hier, Fallout Shelter. Wie gesagt, ich habe euch das unterlegt. Das müsste jetzt schon eine Weile laufen. Ja, gefällt dir das auch gar nicht? Hat dann wieder so geguckt, der Lady. Bist du kein Rolling Stones-Fan? Sag doch mal, Lee. Passt dir das gar nicht? Geht so. Bist du eher ein Beatles-Fan? Also er hört lieber Beatles, aber ich bin halt Rolling Stones Fan. Und da ich das hier bestimme, kannst du mich mal kurz mal lecken hier. Mache ich nämlich die Stones und dann lege ich hier. So, weil hier ist ja gar keine Musik und nichts. Also eigentlich, ihr hört natürlich jetzt was. Aber eigentlich ist hier Totenstille ist hier. Ja, da zinkt auch gleich die Kopf. Oder weil hier ist wirklich Totenstille hier. Diese Fallout Shelter hier. Deswegen dachte ich, mach mal Gimme Shelter rein. Da geht hier ein bisschen was. Und mache ich vielleicht öfters, also wenn so gar keine Hintergrundmusik oder. Ja, wenn halt so gar kein Ton ist, dann mache ich euch was rein. Bin ich besser. So, nicht ganz so langweilig, vor allem, weil ich da wieder mal so viel quatsche wie jetzt gerade. If someone is staying here, I don't want to be around when they get back. Ah, ein bisschen wie Märchen, ne? Erinnert ihr euch? Ich glaube, es war Schneewittchen oder so. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, der kann sich eh wieder nicht reinlegen. Ich kann wieder nur reingucken, ein Auge ins Bett werfen. Und ja, nicht, dass das noch. Oh ja, jetzt kommt mir auch ganz scheiße. Ist diese Hütte vielleicht von Crawford? Bin ich hier in Crawfords Heimstadt gelandet? Oder wie soll ich sagen? Crawfords Atombunker? Schaut doch mal. Hier, da Fallout Shelter und so. Das wird doch nicht radioaktiv sein hier drin? Nicht, dass ich jetzt gleich wieder sterbe. Würde mich ja nicht wundern, wenn der nie wieder mal abkommt. Also, das hört ihr. Geh mal in die Ecke, damit du das nicht hörst. Wieder, der stirbt ja öfters. Hört man so ein bisschen leise sein, sonst hört er mich. Kriegt er Angst, dann geht er wieder raus. Wir kommen hier nur. Ihr seht ja, wir kommen hier nur hierüber raus. Das geht nicht mehr zurück. Hab euch ja schon erzählt. Die kommt da nicht hoch. Der kann ja nicht mal über Bordstein kommt da hoch. Die kann einfach nicht hüpfen.
kriegt er nicht hin. Er hat sogar einen Eispickel, aber es hat nichts geholfen. Jetzt hat er wieder die Fallsucht gekriegt und so nie. Ist er wieder auf die Fresse gefallen. Das war genau wie die Szene, erinnert ihr euch? Da kannst du auch wieder zuhören. Schämt er sich wahrscheinlich wieder, wenn ich das erzähle. Auf jeden Fall. Der Lee da, erinnert ihr euch, in der Kollision, ganz zu Beginn, war da nur so ein Abfluss. Und ich dachte schon, ah, das ist irgendwie glitschig, schon wie, oder, das, da läuft Wasser runter, da ist bestimmt so schwierige Moos und Algen und Kram drauf, da fällt er bestimmt gleich auf die Schnauze. Das ist dann auch so, ja, ich weiß, ist ein bisschen peinlich für dich. Was musst du jetzt erdulden? Mich musst du jetzt erdulden, genau. Ja, ich weiß, ich nerv dich. Auf jeden Fall, er hört aber doch zu. Und auf jeden Fall, ich dachte, ich könnte den irgendwie seitlich vorbeiführen. Ja, ich mach ja gleich weiter, Lee. Da guckt er wieder in den Himmel, aber da schwätzt er wieder hier und ich kann nichts machen. Und auf jeden Fall, dachte, ich könnte ihn seitlich vorbeiführen. Oder da, das, wo es halt kein Wasser hatte. Und es ging aber nicht. Wir konnten auch nur über den schleimigen Seim, da konnte man nur gehen. Und ich dachte schon, beim ersten Schritt habe ich schon gedacht, ja, scheiße, der fällt auch wieder auf die Schnauze, ganz bestimmt. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, aber futsch, ist er wieder runtergefallen hier. Aber das kennt ihr ja, also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der ist vielleicht erblich oder so. Er hat ja, habe ich schon gesagt, nicht Narkolepsie oder sowas. Nein, er hat die Fallsucht. Weil sonst, wenn er Narkolepsie hätte, dann bräuchte er auch kein Bettchen. Dann würde er sich einfach hier hinlegen, mitten im Satz, zack, komm. Oder? Dann knackt er dann eine Runde. Vielleicht, weiß auch nicht, vielleicht macht er das nachts. Vielleicht weiß ich auch gar nichts davon. Aber egal, ich will ja weitermachen eigentlich hier. Nein, nur kurz. Das muss ich natürlich loswerden. Ich wollte ja eigentlich die Rückblende machen. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Quatsch. Sammel. Aber ist halt lustig. Ich finde das manchmal wirklich witzig, was hier so abgeht. Also es ist auch manchmal ist ganz traurig auch. Also das, da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Also ich bin da irgendwie durch die Kanalisation mit ihm, nicht mehr. Ich habe ihn da hingeführt. Und ja, auf jeden Fall. Da kam ich dann irgendwie so an Gitter, das hat er nicht aufgekriegt. Und es ging dann aber vorne durch, da konnte ich rein und dann habe ich da drin, habe ich, wie vorher schon, habe ich so eine Entwässerungsableitung irgendwas gefunden. Und da konnte ich dann die Kurbel, also das Kurbelrad davon runter machen und in diesem kleinen Gang verwenden. Und dann musste ich erst dort kurbeln und dann habe ich gesehen, aha, wenn ich da Wasser rauslasse, dann hört das Wasser, das Fließgeräusch, das zieht die Walker an, weil da kommt dann auch gleich einer. Ich dachte erst, der will zu mir, aber nein, der hat irgendwie, ich weiß auch nicht, hat vielleicht Durst gehabt, weil fressen tun sie auch viel, aber trinken tun sie, glaube ich, eher selten, die Walkies. Die Walkie-Talkies, ihr seht auch, die Blümchen da, ich habe es wieder dabei, der Clementines Walkie-Talkie. Aber, ja, auf jeden Fall, die Walker, wie gesagt, vielleicht wollte er trinken, keine Ahnung, die Hände waschen, weil sie so blutig sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da kam sofort einer angetippelt und dann habe ich dieses Kurbelrad genommen und bin zu der anderen Entwässerungsstelle da. Ich dachte ja erst schon, ich könnte Lee da entwässern, aber der trägt ja anscheinend eine Windel, der muss irgendwie nie aufs Klo. Keine Ahnung, wie er das macht. Sag mal, Lee, das würde mich jetzt schon wundern nehmen. Wann gehst du eigentlich aufs Klo? Sind wir schon in der vierten Episode, du warst doch nie auf dem Scheißhaus. Ah, das geht uns nichts an. Ja, okay. Vielleicht macht er das auch, wenn ich mich gerade nicht aufnehme oder so. Wie mit dem Essen, ich weiß es ja nicht, weil er ist ja nicht dünner geworden. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das bei ihm ist. Habe ich mir nämlich auch schon überlegt, von was lebt er eigentlich? Weil die anderen haben ja alle gegessen, wenn auch nicht viel, aber die haben gegessen. Aber er kriegt nie was. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich ihm hätte was geben können, war da dieses Dörrfleisch oder was ich da hatte. Und ja, dann dachte ich aber, nein, die anderen brauchen es dringend da. Ihr wisst, ihr habt das vielleicht gesehen. Ah ja, ich denke, wenn ihr hier geguckt, dann habt ihr das auch gesehen. Und ja, ich habe mir einfach so meine Gedanken gemacht zu vielen Sachen. Ich äußere ja zum Glück, seid froh, ich äußere ja längst nicht alles, was ich so denke hier. Ja, und jetzt machen wir aber auch weiter, weil, nein, scheiße, jetzt habe ich schon wieder abgeschweift, Mensch. Ah, der hält da kaum mehr aus hier. Auf jeden Fall springt er mir wieder. Nein, er kann ja nur im Viereck laufen. Er kann ja nicht mal im Viereck springen, der Lee, Mensch. Nein, auf jeden Fall. Ich habe da den... Die weglocken können, kommt dann auch vorbei. Die sind dann nämlich, da kam dann eine Riesenmenge Wasser raus bei der zweiten Entwässerungsstelle. Und da sind die alle dahin. Und ich wäre beinahe da reingelaufen mit ihm. Ja, so ist es. Wirklich, ich wäre beinahe da reingelaufen, weil ich muss mich irgendwie gedreht haben in dieser Ecke. Ich bin da wieder zurück. Und da
dann wollte ich da um die Ecke, dachte schon, ja super, jetzt sind wir raus. Ja, Scheibenkleister, da laufe ich beinahe in die Zombies rein. Also so 5 Stück oder so. Und ich, ja, husch, 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 also der Lee, husch, 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 zurück da und wieder raus und dann in der anderen Ecke raus. Das hat dann endlich geklappt. Also eigentlich ganz gut geklappt, soweit. Und ja, und dann habe ich dann gesehen, was die da gefressen haben. Nämlich, ich habe ja öfters nach Chuck suchen wollen. Und den haben wir dann auch gefunden, den Chuck. Den Candyman. Der wird auch nie mehr Candies verteilen, glaube ich. Das hat mir auch richtig leid getan, habt ihr vielleicht gemerkt. Weil, wie gesagt, ich wollte den eigentlich gern zurückhaben, den Chuck. Weil das war ganz lieber und auch ein schlauer, vom Tippeln gebildeter oder ja, also richtig angenehmer Mensch. Und ich wollte ihn suchen und die Gruppe hat irgendwie, die hat Scheiß auf den gegeben anscheinend. Und ja, der lag da aufgefressen. Und dann hat auch die Waffe gefunden und gesagt, ja, der hätte sich wohl mit der letzten Kugel selbst erschossen. War übel wieder. Und das war, da war, genau, dann habe ich da vorne war irgendwie, also bisschen weg vom Chuck war da noch so diese Zombie-Braut da. Dann dachte ich, ja, schleichen wir uns da an und knüppeln die nieder, ganz leise mit diesem, seht ihr da links im Inventar, mit dem Eispickel kann ich hier den in den Schädel rammen. Und noch so halb in Gedanken an Chuck habe ich mich da hingeschlichen und dann plötzlich, zack, ah, komm da, Zombie, hat da irgendwie durch unten durchs Gitter, hat er mich gepackt. Und ich dachte, oh, ich sehe so scheiße, die Entwickler. Dann bist du also irgendwie so ein bisschen traurig und dann nützen die das wieder schamlos aus. Also genau da wie im Garten. Ich da schaufel, so ganz sachte. Und dann schaue ich auf, oder vielmehr er schaut auf und dann steht da einer. Und ich jetzt, ah, scheiße, jetzt steht er wieder so nah halt, oder? Dass er gleich an den Kopf springt. Und dann, ich hab Panik, oder? Und dann genau dasselbe wieder. Also dann denkst du irgendwie so ein bisschen. So erst machen sie so traurige Gefühle, wecken sie dann erst und dann plötzlich wechseln ihn, bah, zack, und dann hängt dir wieder einer am Bein, oder? Oh, warte, ich darf gar nicht dran denken. Auf jeden Fall, ja, das habe ich, jetzt habe ich es auch gleich. Für die, wie gesagt, die einen haben vielleicht vorgespult, ist auch ganz okay so, kann ich verstehen. Wenn ihr es gesehen habt, dann braucht ihr das nicht hören. Und dann, aber vielleicht die schon länger nicht mehr geguckt haben, das vergessen haben. Ja, und dann habe ich die niedergeprügelt, also ich konnte die loswerden am Bein, und dann habe ich die Schlampe da niedergeprügelt. Und dann lag da die Leiter auf jeden Fall. Und ja, da konnte er eben nicht aufheben, der Lee, der ist ja, also eben vielleicht langsam fällt er vielleicht doch vom Fleisch, ich weiß es nicht. Der konnte ihn nicht aufheben. Und das habe ich erst später versucht. Ich bin erst nach oben gegangen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann dachte ich, ja, ich kann vielleicht mit diesem Pickel da, wie er die. Holy moly, hat das ja so wirklich cool gemacht. So, zack, an die Wand springen, dann über an die andere Wand. Und dann hat sie sich da so eine Feuerleiter hochgehievt. Und er kann ja nicht springen. Er ist der Einzige, der irgendwie nicht da hochkam. Alle anderen, zack, waren weg. Und Lee, die arme Sau, der ja nicht hüpfen kann, blieb da unten ganz allein. Und dann hat Kenny ihn versucht hochzuhieven. Und der konnte ja nicht wieder, oder? Der ist ja wieder runter. Wie immer, ist er wieder runtergefallen, unser Lee. Und da dachte ich schon, ja, jetzt ist scheiße, jetzt hocken wir dich so nah an der Pelle. Und da hat er einen Container weggeschoben. Aber jetzt erzähle ich ja was ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. Das kann ich mir schenken. Auf jeden Fall. Ich komme nicht da hoch. Wollte hochspringen. Er natürlich wieder runtergefallen. Das kann ja irgendwie. Ja, ich weiß, tut mir leid, dass ich hier dich so vorführe. Kommt da wieder so. Das ist mir immer lustig, so wie das so passt. Ja, ich soll es zu Ende bringen. Das mache ich jetzt auch. Mann, ich schwafel hier schon wieder volle 10 Minuten über diese Folge und alles mögliche und unmögliche hier, was mir halt so durch den Kopf geht. Auf jeden Fall, ja, ich da hochgesprungen, hat nicht geklappt, runtergefallen, da ist aber ein Schild abgefangen, nehme ich, das war hier vorne dran, oder? Da wurde dann dieser Eingang frei, oder dieses Loch oder was auch immer, da bin ich hier durchgekrabbelt. So, da sind wir auch. Und wie gesagt, da links gab es noch eine Tür, die war aber abgeschlossen, die hat er dann kaputt gemacht, da kommt keiner mehr rein oder raus, die ist jetzt hinüber. Und jetzt machen wir ja endlich weiter hier, Mensch, so, also. If someone is da war ich glaube schon, oder? Ansehen, Betten. Be around when they get back. Ja, dann ist auch besetzt, da kannst du da auch kein Schläfchen machen. So, hier gibt's Fressen. Ah, das wäre toll, wenn wir das alles mitnehmen können. Vielleicht können wir das alles ausräumen. Wobei, ich stehle ja nicht, mache ich nicht. Das ist der Hunger, der hier aus mir, oder vielmehr aus mir spricht hier.
spreche auch für den Lee manchmal. Manchmal er auch für mich. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Er hat den gleichen Gedanken. Aber wir stehlen ja nicht, das machen wir nicht, das wisst ihr. Wir lügen auch nicht, wenn es geht. Es sei denn, wir wollen jemanden schonen, dann lüge ich schon mal, aber sonst... Oder ich muss halt, weil ich sonst erschossen werde, wenn ich wieder nicht lüge. Bringe mich hier noch dazu, mein ganzer Charakter, wie soll ich sagen, flöten gehen zu lassen oder so. Ich denke jetzt gerade übrigens, habt ihr das auch schon gedacht? Das könnte ja Crawfords Keller, Speisekammer, genau das. Das könnte Crawfords Speisekammer sein, wo ich hier bin. Weil der Team Holy Moly hat doch gesagt, der hätte irgendwie alles an sich gerissen. Und auch Autobatterien, was weißt du, der hat alles, die ganze Welle hat er geplündert. Ich hätte ja schon jeden Zentimeter abgesucht, da wäre ja nichts mehr. Das erzählt, wenn ihr euch erinnert. Der muss ja hier schon länger rumspidern, oder? Die Spider-Woman, holy moly, Spider-Woman. Und ja, vielleicht ist das ja seine schöne Speisekammer hier, keine Ahnung. Wäre noch ganz spannend, oder? Dann würde ich nämlich auch stehlen, weil das ist ja ein richtiges Herzchen, dieser Crawford. Oder? Der habt ihr gesehen, was wie der so drauf ist hier. Go away und fick dich. Ja, stay out, genau. 3, 4, 5 Mal statt das stay out, also bleib weg. Und da die Zombie-Zaun, das war richtig übel. Wer kommt auf solche Ideen? Das muss ja, wie gesagt, ein richtiges Herzchen muss das sein. Ich hoffe, wir begegnen dem nicht echt. Da kommt einem ja das Grausen. Und wie gesagt, der hat alles geplündert und das Übelste. Genau, einen Satz kriege ich das noch hin und dann machen wir weiter. So, und zwar nur die Leute, die nützlich sind, will er haben. Keine Alten, keine Kranken, keine Kinder. Weiß nicht, was er mit denen gemacht hat. Mit den alten, kranken Kindern. Mit den alten, kranken Kindern. Auf jeden Fall. Ja, die will er nicht haben. Also das wäre scheiße, wenn der uns erwischt, sozusagen. Dann was machen wir da mit der Clem und mit Omid und so. Mal gucken, ob Ben dann auch zu den Kindern gezählt wird, falls wir auf die treffen sollen. Ich fürchte es ja wieder. Wie gesagt, ich muss ja nur noch sagen, wie gesagt, dann wisst ihr schon, was jetzt kommt. Nämlich, ich traue dem Spiel ja alles zu. Deswegen sage ich Zukunft, genau, da kann ich das abkürzen. Endlich mal was ich abkürzen kann. Da kann ich das abkürzen. Sagen, wie gesagt, dann wisst ihr, was ich meine. Da brauche ich das nicht immer wieder erwähnen. So, jetzt raus hier. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder umgelegt hier. Da steht bestimmt schon Crawford oder Walker hinter der Tür. So, zieh mir schon nochmal die Waffe hier. Was hast du? Tür? Der hat eine Tür am Hintern, der liegt. Kann man hier ins Hintertürchen? Kann man den kriechen? Naja, ist egal. Hier, ich mache schon wieder noch Scheiß hier. Komm, geh mal raus. Ah, ich wusste doch, dass da jemand ist. Habt ihr es gehört? Klick. Ja, genau, da ist er. Ich will kein Ärger, das könnte ich auch fragen. Nobody. My name is Nobody. Nobody. Just lost. Trying to get back home. Zu beruhigen. Yeah, well, you took a wrong turn. This is our home, not yours. And you're not welcome here. Ja, das ist deutlich. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? You don't lie to me. I know. Die sind nicht Crawford. Where else can he be found? Ich komme nicht Everyone von hier, wir suchen ein Boot. Dead. Genau, ich versuche nur, hier wegzukommen. Ich will nur gehen. I got cornered. Ich will nur abhauen. All I want is to get back out to the streets and find my group. Bullshit. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Ah, was Why auf? Not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed Schon us. Schon wieder so eine Hexe. Alter, mal die Fresse. Der klärt mich noch ab hier. We're down here, right under their feet. Lass uns drüber. Genau, lass. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Nicht schießen. Look, bitte, I want to do this. Schießen. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. I don't want to die today. Ich auch nicht. Ich will heute nicht sterben. Nicht schon wieder. Don't come any closer, or I'll shoot. Oh, nee. Der trifft jeden Moment ab. Guck mal, wie nervös der ist. Vernon, what are you doing? Shoot him! Halt doch die Fresse, du Hexe! Nobody needs to get shot. Der macht das noch. Der ist ja so. Ah, hier, kann ich was... Oh nein, ich werde den Teufel tun und die nehmen. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before he... Nein, jetzt hätte ich... Ah, nein. You are dead. Nein, nicht schon wieder. Hätte ich die wohl nehmen sollen, weil da gab's, glaube ich, gar nichts anderes. So was Blödes. Ich dachte, wenn ich die nehme, knallt er mich ab. Wenn ich sie nicht nehme, knallt er mich auch ab. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss die wohl nehmen. Ah, so ein Cheat wieder. Da wieder so eine Hexe hinten dran, genau. Die ist bestimmt ja auch aus der Familie Leckschein. Die wollen irgendwie jeden umlegen hier.
Habt ihr ja gehört, oder? Ich glaube, er wäre gar nicht mal so übel drauf. Aber die andere, die blöde Kuh da hinten, die fette Kuh! Ständiger, knall ihn ab! Verdammt, aber das sind nicht die Crawfords, ihr habt's gehört. Also das müssen irgendwelche nochmal andere sein. Wo ich da in die Speise... Ah, ist klar, wenn ich aus deren Speisekammer komme, dass die nicht so gut auf mich zu sprechen sind, beziehungsweise auf den Lee. Tut mir jetzt leid, Lee, dass du schon wieder gestorben bist. Übrigens in dem Zusammenhang. Und tut mir jetzt leid, dass das wieder so eine Quatschfolge wird, oder so eine, wie soll ich sagen, so eine Lava-Folge. Aber das wollte ich euch schon länger erzählen, weil bei diesem Bildschirm da schoss mir ja so einiges durch den Kopf schon. Ja, genau in dem Lied. Da schoss mir ja so einiges durch den Kopf, oder? Wenn ich das so sehe, dieses You are dead. Weil ich habe mir da so überlegt, ja, der ist ja gerade tot, oder? Und wenn der ja tot ist, dann muss ja so der Tod jetzt halt vorbeikommen und den Lee holen. Der holt sich jetzt den Lee. Nicht, der holt ihm nichts runter, nein, der holt sich jetzt den Lee. Und, ja, stellt euch vor, so ein Skelett, oder? So Schädel und der Kapuze verborgen. Man sieht nur ein bisschen so die Zähne oder so. Der Knochen, ne, aus dem weiten Erbel. In einem anderen Knochen hat eine Riesensense. Oder vielleicht sogar rostig oder so. Und auf jeden Fall, du mit irgendeiner Grabestimme, kommt dann der Tod, der kommt dann zum Lee. Jetzt so einen Scheiß stelle ich mir halt manchmal vor. Ich dachte, ich will euch das mal erzählen. Wenigstens eine, weil ich habe so einige Szenen, habe ich mir schon überlegt, wenn ich das hier so, dieses You are that sehe. Und dann, ja, spuckt mir halt so ziemlich ein Scheiß im Kopf rum, wenn ich das, es kommt ja immer wieder. Und dann steht doch der Helm, steht immer so, You are that. Und ich habe mir dann vorgestellt, das könnte ja der Tod sein, der da sagt, oder, das wird, You are dead now. Und ich stelle mir dann halt manchmal so Zeug vor, so zum Beispiel, dass Lee sowas antworten könnte wie, hallo? Wer spricht denn da? Und da hört man wieder so eine Totenstimme, so ganz tief wie aus der Gruft. Ich bin's. Und dann der Lee so, wer ist denn das? Wer spricht denn da? Oder? Er sieht ihn ja nicht, weil er ist ja so im Übergang, stelle ich mir dann vor. Und dann wieder die Gruft, die Stimme so. Ja, ich. Und dann der Lee, ich kenne dich doch gar nicht. Was willst denn du? Und dann so ein bisschen ärgerlich. Ach, was? Klar kennst du mich. Du bist doch, der laufend bei mir hier vorbeischaut. Und der Lee, da musst du wohl der Tod sein, ne? Und dann die Stimme aus der Gruft. So ist es, ganz recht. Ich bin's, der Tod. Bin ja Einschränkung schicken, der Tod, oder? Der flüstert tot so ganz leise, stellt er vor, so mehr so selbstgesprächsmäßig, also mehr so zu sich selber. Was ist denn das für ein Spacko? Und dann wieder der Lee. Ja, und was willst du denn jetzt von mir? Und dann so ein kleiner Augenblick Stille, der sagt er plötzlich. Also der Tod sagt dann plötzlich so, sag mal, willst du nicht ein Abo? Und dann ist wieder so ein Moment Ruhe, man sieht den Lee, wie so oft sieht er so die Brauen runzelt er dann noch immer so. Und dann fragt er den kaputzen Kerl da vor ihm. Ja, sag mal, lohnt sich denn das? Oder lohnt sich denn das bei dir ein Abo? Da meint der Tod so ganz trocken. Für dich? Na, aber sicher! So ein Scheiß fällt mir dann halt ein, oder? Und so einige Szenen habe ich da so im Kopf, wie das so abgehen könnte, wenn Lee auf den Tod trifft. Und ja, solcher Kram fällt mir halt ein, wenn ich dann wieder diesen You are dead, wenn diese Anzeige hier kommt. Und Ding noch, vielleicht, ich dachte gerade, ja, vielleicht nehme ich mal solches Zeug auf für euch, weil, also so Zeug wie jetzt gerade, was mir so manchmal beim Spielen einfällt. Ja, genau, könnte ich ja machen, weil da waren so einige Sachen, also wenn ich das Spiel fertig gespielt habe, mache ich das. Vielleicht suche ich die Sequenzen im Spiel, wo mir solches Zeug eingefallen ist und spreche dann mal die Texte dazu. Also ich schneide mir das dann zurecht, mach den Ton raus und mach eigenen Ton rein und lass die mal miteinander reden, was ich mir so überlege, was die so manchmal reden können. Also zum Beispiel bei der Szene mit dem Auto, als er da den Zombie im Auto gefunden hat, den festgeschnallt, da hatte ich einige Ideen, was die so miteinander reden könnten, wenn Zombie reden könnte. Und könnt ihr euch das ja halt in die Playlist dann hinten noch anhängen, so quasi im Sinne von Outtakes oder so. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, wie ich das machen könnte, muss ich mal gucken. Oder besser... Ja, noch besser, genau. Schreibt mir doch, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Oder ob ihr denkt, ja, Quatsch, brauche ich nicht. Ich will nur das Spiel sehen. Und wenn es Leute unter euch gibt, die das sehen wollen, dann, ja, mache ich das mal für euch. Genau, schreibt es da unten in die Kommentare, wenn ihr das überhaupt sehen wollt. Sonst brauche ich das auch gar nicht zu machen. Ist ja auch Arbeit, oder? Und wenn ihr Bock auf solchen blöden Kram habt, dann nehme ich das mal für euch auf.
Das ist mir nur so eingefallen, weil das wollte ich euch schon mal erzählen. Wenigstens ein Beispiel, weil ihr könnt ja nicht wissen. Also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vorher gerade erwähnt. Ja, mir fallen da manchmal so einige Sachen ein halt zu den Situationen, die es hier so gibt. So, und jetzt mache ich auch endlich weiter. Und jetzt ist auch fertig gesammelt für den Rest dieser Folge. Jetzt mache ich hier noch ein Stück weiter. Ich habe ja noch so... Ah, nein, die 30 Minuten sind vorbei, aber ich werde überziehen. Sonst habt ihr hier nur Gesabbel gesehen. Gehört vielmehr. So, anklicken, um fortzufahren. Steh auf, Lee. Du kannst hier nicht stehen, aber das geht jetzt nicht. Die wollen doch noch was sehen hier. Na komm, normal. Ich hoffe, der geht jetzt nicht gleich wieder drauf. Sonst wird das peinlich langsam. Ich muss die Waffe wohl wirklich nehmen. Who are you? Ich dachte halt, der schießt mich. Ich kann ja mal wenigstens andere Optionen hier. Ich will keinen Ärger. It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Versucht, die Lage zu beruhigen. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Ich kann ja gar nicht. Right now. Look, I'm sorry I disturbed you, folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. Blöde Schlampe, die will mich nicht mal gehen lassen. Die will mich ums Verrecken, will die mich abknallen. They don't lie to me. Das muss eine Leckstein sein. Where else can he be from? Everywhere else around here. Ich suche nur Boote. Genau, ich komme nicht von hier. So. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. Aber wenigstens was andere Optionen zeigen hier. I have a brother in Macon. Wenigstens. You were there? How was it? As bad as here. Schlimmer. Alles kaputt. You can't trust him, Vernon. You kaputt can't mit let him Spiel leave. Hier. What do you want me to do? Shoot him in the head? Das sollst du eben nicht, nicht schon wieder. More of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Vernon, what do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. Warum ist die übrigens so fett, die Kuh? Ich dachte, es gibt hier... lass uns drüber reden. Look. Warum ist die so fett? Es gibt doch nichts zu talk, die haben ja Speisekammer voll. What's the talk about? Du hast dich entschieden, you mit der Kuppe tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. I don't want to ja, die today. Ich will auch nicht, dass ihr wieder stirbt. I don't think you want to kill Mach me. Keinen Scheiß, Vernon. Don't come any closer. Mach jetzt keinen Scheiß. I'll shoot. Ich muss die wirklich nehmen. Ich hoffe jetzt, dann wird ich gleich wieder abgeknallt. Let's talk about this. Vernon, what are you doing? Jetzt halt shoot die Fresse, du Kuh. Nobody needs to get shot. Verdammt. Just take it easy. So, jetzt schieben, nehmen. Langsam nehmen. Langsam, Lee. It's okay. Okay, das ist Vernon, ja besser. Vernon, what the hell are you doing? Ich dachte. Vernon! Ach, die will ihn schützen. Relax. Not here to hurt you. Schaut mal, wie gut die im Futter steht. Die Frau da. You're really not from Crawford? Ist ja richtig fett. No. I'm really not. Well, fressen die hier wieder die Toten? Oh, nein, die haben die volle Speisekammer. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old, so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. Ja, was? You don't look that old. So, you're sick? Crawford's. We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch dieses Schragen, wo man die Leichen reinmacht. Irony die Pennen always da drin. On my list, ich glaube es I'm nicht. Looking for a place to survive. How did you find your way down here? Dich? Ach, Walker, ja, Walker, deswegen bin ich ja hier. A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take das you wherever ja cool. you want to go. Habt ihr es gehört? Kanalisation durch ganze Stadt, da könnte man sich ungesehen... kannst du mir den Weg zurückzeigen? Those sewers are like a damn maze. Ungesehen hier. Any chance you could help me find my way back? Hilfe gebeten. Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Super, der ist Arzt. Der ist Arzt. Wenn du es mir... Zurück zu Clementine. Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. Es geht immer so schnell. She's your daughter? Nein, ich lüge nicht. Nein. No. She lost her real parents. I'm doing what I can. Du hast die Wahrheit gesagt. Considering going with him. Doch meist. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und sag schon mal Tschüss.